Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Ja, wir scheinen hier so einen kleinen Stau zu haben. Irgendwie, irgendwo, irgendwas. Deswegen müssen wir mal gucken, ob hier entweder gar keine Dinger hinkommen oder wir müssen hier ein Vorsignal mal probieren. Wie reagiert das? Hier dürfen einfach gar keine Schilder sein. So schaut's aus. Wenn du durchfährst, muss grün sein. So schaut's aus. Und dann brauchen wir Signale. Weil ja trotzdem hier die Züge durchfahren, aber halt erst dann, wenn sie draußen sind. So. Wir fahren los, hopp! Tschut, tschut! Lass den Zug los! Zug losfahren hier! Hier haben wir sogar noch einen ganzen Lattentransport, schau dich das mal an! Da steht einiges jetzt! Eher hier, eh. Tschu, die Eisenbahn. Wer will mit nach Frankfurt fahren? Alleine fahren mag ich nicht. Wieso ist denn die jetzt rot? So, alles abgeschlossen. Jetzt ist alles rot. Okay. Jetzt müssen wir kurz gucken, wo der Fehler liegt. Jetzt ist grün. Jetzt ist rot. Oh Gott, das ist wieder so ein Scheiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum wird das jetzt nochmal? Muss ich hier etwa auch noch ein Schild hin? Geht gar nicht, ne? Da kann ich keins hin tun. Probier's mal mit Vorsignalen, vielleicht funktioniert das. Wenn ich an den Ausfahrten Vorsignale platziere, vielleicht funktioniert das ja. Schau mal. Das bleibt grün, das ist schon mal gut. Nächstes. Bleibt grün. Auf jeden Fall schon mal besser. Das ist einiges besser. Puh. Okay. Das ist nicht so einfach, wie erhofft. Oder wie gedacht. Aber es funktioniert. Und das ist das, was zählt. So, solange das Geld fließt, ist alles grün. Perfekt. Jetzt holt der rauf. Der fährt hier hin. Der fährt dorthin. Das ist unser neuer, das ist unser neuer Transportzug hier. Dass sie jetzt nach hier unten aufmacht. Haben wir noch einen Transportzug irgendwo? Doch, oder? Personenzug muss hier noch irgendwo unterwegs sein. Ah, nee, warte mal, wir haben den auf einen reduziert. Nee, doch, hier ist noch einer. Genau, dann haben wir hier die Produktion und hier wollte ich noch was reintun. Was haben wir denn hier noch Schönes? Eisenplatten? Eisenteile. Die Produktion läuft auf jeden Fall und das ist schon mal gut. Wenn die Lebproduktion läuft, dann ist alles im grünen Bereich. Da hält sich alles gut und stabil. Das ist super. Warum hängen wir denn jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt los?
Es liegt wieder an der Scheißlampe hier. So. Genau, da wollte ich mir was einfallen lassen. Wie wir das lösen. Weil das ist ja eigentlich ein Vorsignal. Wir machen jetzt was ganz Simples. Wir tun das hier aufteilen. Jetzt ist es nochmal zwei geteilt. Das sollte hoffentlich noch besser funktionieren. Hoffentlich. Ich kann es nämlich nicht sagen. Aber rein theoretisch, auch wenn ich jetzt... Gott, das wird... Ah, scheiße, da kann ich keine Signale platzieren. Dann wird er rot. Eie, da müsste ich hier breiter bauen. Da müsste ich das Schienengleis hier einmal abreißen. Die Schilder einmal weg. Damit ich mit einer Verbreiterung der Schienen um 1 oder halt so da wieder dran kommen, so. Dann tun wir hier währenddessen das so setzen. Und dann kommt hier eine Abteilung hin, hier eine Abteilung hin, hier eine Abteilung hin. Hier eine Abteilung hin. Und dann ist es separiert in eigene Teile. Und das sollte hoffentlich funktionieren. Kompliziert, aber es funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann bin ich happy. Weil das stockt dann den ganzen Verkehr hier und dann hängt es sich hier wieder auf. Und das ist ungut. Das Kreuzungsprinzip finde ich gut. Das müsste man sich merken. Es sind halt... Wie viele Ampeln stehen alleine an dieser Kreuzung? 1, 2, 4... Also allein auf der Seite stehen 8. Weil hier 2, 4, 8, 16 Ampeln. 16 Regelanlagen stehen hier. Das ist nicht wenig. Das ist echt nicht wenig. Aber solange es funktioniert, ist auch alles gut. Wie geht's Ihnen hier? Durchschnittlich. Er hat auf Lager etwas liegen. Benötigt er noch mehr Personal, um zu wachsen. Wir sind bei 4 Millionen jetzt. Der pumpt wahrscheinlich jetzt wieder auf, oder? Der holt sich noch ein bisschen Eisen, ja. Alter, warte mal, schaut mal. Wie die Stadt gewachsen ist. Holy, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber bitte, also eine Bitte habe ich, nicht in unser Gebiet hier reinbauen. Möbel wären natürlich geil zu liefern. Was ist hier? Ah, das Lager ist voll, genau. Das ist so eine Sache mit dem Lager hier. Wahrscheinlich kommen die zwei. Hä, fahrt ihr beide hier runter? Ach, ich habe ihn zwei eingebaut. Oh. Fährt der ab, das ist gut, weil dann kann der andere reinfahren währenddessen. Dann wird er aufgefüllt hier. Hat der hier unten Latten bis zum Tode. Habe ich nicht noch einen Lattenzug rein, theoretisch? Habe ich den auf die falsche Latte geführt? Nee, hier unten sind die Bretter. Fährt der für einen Zug? Habe ich einen Bretterzug? Bretter, 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 Bretter. Nee, Züge. Ja, habe ich. Wo ist denn der? Ist das der? Ah, da ist er ja. Okay. Hat sich gelöst, die Frage. Oh, schaut euch mal die... Oh, schaut euch diese Einnahmen an. Lecker, 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 lecker. Solange alles plus ist, ist alles super. Ich weiß gar nicht, können wir unsere Firma mittlerweile wieder upgraden? Nee, erst ab 15 Millionen.
Aber gleich sind wir auf dem besten Weg hin. Forschung hatten wir ja auch irgendwo noch, ne? Labor, hier. Dafür brauchen wir 6 Holzträger. Sechs Holzträger bräuchten wir. Kann ich da irgendwie... Haben wir hier noch ein Lager für Holzträger? Haben wir ja. Ah, das Lager ist hier kacke platziert. Bedeutet, ich müsste das erstmal bewegen. Und dann hier drüben noch mal ein kleines Lager einbauen. Ein kleines reicht vollkommen. So. Dich können wir ins Depot schmeißen. Und du bist unnötig. Ah, es fährt noch zum Depot. Okay. Entschuldigung. Warum fährt es denn? Das verstehe ich auch nicht. Warum macht man einen Kreis und lädt das Laden und tut dann hier mit die Straße blockieren? Man hat doch seinen Grund, warum man es wegschmeißen will. Weil da muss eine Straße jetzt hin. Ich habe Straße kaputt gemacht. Entschuldigung. So. Weil rein theoretisch können wir uns hier die Savanne freinehmen. Da gibt es nur die Nachfrage nach Holz. Und wir hätten ein weiteres Holzlager. Bedeutet, wir könnten eine fette Holzlagerung aufbauen. Da hinten wollen sie Holz hin haben. Dann machen wir hier einen Schienenabgleis drüber irgendwie so, oder? Und dann, oder wir lassen es hier abzweigen. Hier geradeaus. Und dann... das ist echt keine blöde Idee. Und dann haben wir da noch einen Holzumsatz. Holz haben wir eh in Masse. Dann können wir rein theoretisch den Bahnhof nochmal vergrößern. Das machen wir. Wir kaufen jetzt für 3,5 Millionen das Gebiet hier. Bitte warten. Please hold the line. Oh, oh, oh. Spiel hängt. Spiel hängt nicht nur, Spiel hat sich aufgehängt. Komplett. Oh, 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 oh. Erkunde die Welt. Geht nicht. Es hängt ja. Was soll ich machen? Hallo, jetzt hat. Oh, es hält. Alles klar. So. Dahin wollen sie eine Holzproduktion haben. Gut. Da ihr noch nicht so groß seid von der Stadt her, kann ich doch bestimmt für euch ein paar tausend einfach ein paar Häuser reißen, oder? So. Also ich wäre so unbeliebt als Manager. Ach komm, das ist doch wurscht. Die reiß mal ab. Der kriegt aber gleich mal einen der größten Bahnhöfe mit 140 Länge und auch zweigleisig. Wird hier ein riesen Bahnhof hingesetzt. Und das dementsprechende Terraforming beglichen. Also Anschluss ist hier drüben. Am besten ziehen wir uns dann hier durch den Berg durch. Ja, das werden wir irgendwie hinkriegen. Wir machen mal hier. Tun wir mal so ein bisschen ausheben. Dann tun wir hier so. Ist ja nicht der Plan, aber okay. Gehen wir hier durch den Berg durch oder so. Das sollte, glaube ich, klappen. So. Also wenn wir sagen, hier. Ich glaube, das ist zu eng. So und so. Dann würde ich hier drüben noch mal. Wo ist Terraforming? Das nochmal einmal runtersetzen. So. Und dann geht es nach hier drüben. Perfekt. Kann ich so auch? Ich weiß nicht, ich habe es noch nie ausprobiert. Aber geht das rein theoretisch? Nein, alter schön. Leute, nee, hä? Okay, jetzt müsste es aber gehen.
Okay, das war zu spät. Perfekt, genau, so wollen wir das. Und natürlich wieder das typische Gleissystem. Da wird das mal so einbaut und dann direkt hier wieder so. So. Und dann kommt Tunnelbau. Nix minus 3. Ich will einfach auf derselben Ebene einen Tunnel haben. Nicht genügend. Oh Gott. No. Jetzt muss ich warten, oder was? Der ganze Ausbau erstmal fürs Warten. Ja, toll. Ich habe für 3,9 Millionen jetzt da rumgebaut. Ah, nee, da war ja auch der Kauf dabei und alles. Hat sich das als eigentlich in meinen Wert meiner Firma niedergespiegelt? Oh, lol. Wir haben einen Wert von 11 Millionen jetzt. Upsi. Nee, waren wir nicht davor 15? Auf jeden Fall muss dann hier ein Abgleis hinkommen. Wäre auf jeden Fall der Plan. Bisschen breiter einfach noch danach machen. So. Können wir auch gleich die nächsten Ampeln vorsetzen. Damit man einfach auch das alles abstellen kann. Dann ist das jetzt nämlich die Ampel. Ein bisschen hätte hier noch was dazwischen wieder, ne? Aber ja, das geht gerade nicht. Aber Hauptsache, wir können dann hier die Schienen legen und dann einen Zug in ein Holztransportgeschäft reinbauen. Wir sitzen jetzt dann mitten in der Wüste. Rein theoretisch kann man auch sagen, okay, man nimmt es von hier. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Lust drauf. Hallo, ich habe da vorne den fettesten Wald. Eigentlich müsste ich das dann später anfangen, nach da oben zu transportieren, zum Verteilerlager. Weil wenn ich hier auch die Produktion bedeutet, die kommen riesige Lagermengen oder Lagerhallen dann für Holz auch hin oder sowas. Haben wir eh schon eine hier stehen, aber das dann halt hier weiter produziert wird die ganze Zeit. Und guck mal, der fährt zum Beispiel hier voll immerhin. Dann kriegt der einen Austausch, wird vergrößert oder sowas. So, den ersten Tunnel könnten wir, glaube ich, ziehen. Wir haben fast 600.000. Tunnelbau. So, der erste Tunnel steht schon. Und dann werden wir hier mal mit dem Terraforming schnell sagen, okay. Alles da drüben wird gleich hochgemacht. Dann schaut das nicht schon mal was aus. Und die Vorbereitungen laufen. Ich würde gerne versuchen, ja, man kann durchstehen. Schaut euch das an, wenn mal die ganzen Dinger auswehren. Dann sieht man, dass da hinten hell ist. Aber Leute, ich würde sagen, huch, ich habe die Zeit übersehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.